Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es endlich einen neuen Teil von euren Lieblingsflavern. Ich habe euch abstimmen lassen und ihr habt mitgevotet, was eure Lieblingsflavor von iMassiva sind. Und deswegen gibt es heute euer Rating. Das nächste Rating fängt sogar schon an. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung, könnt ihr abstimmen, was von diesem Hersteller eure drei Lieblingssorten sind. Und dann gibt es da auch bald schon wieder den nächsten Teil. Sorry, dass jetzt länger nichts kam. Das Video sollte auch eigentlich schon viel früher kommen. Deswegen ist auch der Löwenherz leider nicht mit im Ranking drinne. Ich war 2 Wochen unterwegs und dann 1,5 Wochen krank, deswegen kam da ein bisschen weniger Content. Jetzt bin ich wieder halbwegs fit und deswegen geht es auch direkt weiter mit eurem iMassiva-Rating. Der letzte Platz, für mich ehrlich gesagt nicht überraschend, wäre bei mir auch relativ weit unten gewesen. Der Nasib soll ein Zitronenkuchen-Flavor sein, der für mich eher ein bisschen chemisch war. Deswegen einfach nicht so meine Lieblingssorte von iMassiva gewesen. Der Basti zum Beispiel, der auch die Videos schneidet, Grüße. Der liebt den Flavor abgöttisch, also es gibt trotzdem ein paar Leute, die diesen Flavor unglaublich feiern. Für mich war er auch eher nix und für die meisten von euch anscheinend auch nicht. 0,96% aller Stimmen, also 56 von über 5.500 Stimmen, haben nur für den Nasib gestimmt und deswegen ist er auf dem letzten Platz. Der vorletzte Platz, Anaba Hepak, ein kandierter Apfel, also kein Doppelapfel. Wir haben wirklich eine Apfelnote mit noch so einer leichten Süße dabei. Für mich einfach nur ein Apfeltabak, aber da muss ich auch sagen, da gibt es leider ein paar, die ein bisschen besser sind und das seht ihr anscheinend ebenfalls auch so. Und deswegen ist der auf dem vorletzten Platz mit 1,34% oder 78 Votes von, wie gesagt, über 5.500. Platz Nummer 10 von 13 ist der Ghetto-Lied. Ein Blutorangentabak von iMassiva, der euch anscheinend nicht ganz so abholen konnte. Ich fand den eigentlich ganz okay. Ich hätte ihn jetzt nicht so weit unten gesehen, aber war auf jeden Fall nicht übel. Ihr fandet den aber auf jeden Fall nicht besser als viele andere Flavor. Oder sagen wir so, er war auf jeden Fall bei wenigen Leuten in der Top 3 mit drinne. 2,42% oder 141 Votes hat der Ghetto-Lied bekommen. Platz Nummer 9 mit 2,89% oder 168 Stimmen hat er massiv bekommen. Ein Pfirsichtabak aus dem Hause iMassiva, der für mich auch ein klein bisschen zu chemisch war, konnte mich da auch nicht ganz abholen. Ich habe ehrlich gesagt keine gute Alternative, was Pfirsich angeht. Ich habe den massiv trotzdem gerne zum Mischen genommen, aber gerade pur war der eher nichts für mich. Ich finde aber trotzdem, in der Mischung kann der ganz gut rüberkommen. Dann verliert er so ein bisschen diese chemische Note und dann ist die Pfirsichnote eigentlich ganz geil. Aber bei sehr wenigen von euch auch in der Top 3 mit drinne. Wie gesagt, nur knapp 3%. Der nächste Platz hat nur einen Vote mehr bekommen. Bei über 5.500 Votes, die ihr abgegeben habt, hat nur ein Vote entschieden, dass der 4B ein Platz vor dem Ghetto-Lied ist. Mit 2,9% und 169 statt 168 Votes ist der 4B ein Zitronentabak von iMassiva nur minimal vorne gewesen. Der Sprung bleibt noch relativ klein. Jetzt haben wir 181 Votes oder 3,11% für den Wenn der Mond von iMassiva. Da kann ich euch sehr gut nachvollziehen. Der wäre auf jeden Fall auch nicht in meiner Top 3 gewesen. Es soll ein Mango- und Honigmelonen-Tabak sein. Manche Leute feiern die Kombi extrem. Ich persönlich leider gar nicht. Honigmelone ist bei mir ein schwieriges Thema. Wassermelone ist bei mir ein No-Go-Thema, aber der Wenn der Mond wäre bei mir jetzt, wie gesagt, auch nicht in der Top 3 gewesen. Bei sehr wenigen von euch ist das anders. Auf dem nächsten Platz mit 5% aller Stimmen, also wieder ein etwas größerer Sprung, 181 auf knapp 300 Votes. Wie gesagt, der Blut gegen Blut, ein Zitrone- und Drachenfrucht-Flavor, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, wenn man sich da mal anguckt, wie die anderen Geschmackssorten da drinnen auf den anderen Plätzen sind. Aber war auf jeden Fall bei wenigen von euch in der Top 3 mit drinne. Ich fand den gar nicht übel. Blut gegen Blut war eigentlich ein sehr solider Flavor für mich. Auf der anderen Seite wäre es bei mir wahrscheinlich auch nicht in den Top 3. Also ein sehr guter Flavor, aber auch nicht in der Top 3. Jetzt machen wir einen riesigen Sprung von 5% auf 13% oder von 300 Votes auf über 750 Votes haben wir als nächstes den Ghetto Cola. Und der wäre bei mir definitiv in der Top 3 gewesen. Finde ich, ist eine hervorragende Cola-Note gewesen. Gibt es leider im Moment überhaupt nicht zu kaufen. Also es gab hier und da mal noch einen Restbestand oder so, aber findet man eigentlich fast nie leider. Soll wiederkommen. Es wird die ganze Zeit gesagt, ja, ja, in 2 bis 4 Wochen, in 2 bis 4 Wochen. Ich bin gespannt, wann er endlich wiederkommt. Es freuen sich auf jeden Fall viele Leute, wenn der endlich wiederkommt. Aber da bin ich bei euch. Der Flavor gehört definitiv ganz weit oben mit dazu bei iMassiva. Soll übrigens sein, eine Cola mit Birne noch dabei. Ausgefallene Kombination, war aber nur ein Hauch Birne. An sich war das einfach ein sehr leckerer Cola-Tabak, der eben noch so eine fruchtige Note im Untertouch hatte.
Platz Nummer 4 ist eine der neuesten Sorten von iMassiva. Den Löwenherz gab es ja, wie gesagt, noch nicht, als das Ranking lief. Und wenn man den Löwenherz außen vor lässt, dann ist das die neueste Sorte von iMassiva, der Sommer in Beirut. Himbeere, Zitrone und Wassermelone soll da drin sein. Wegen der Wassermelone habe ich persönlich auch ein bisschen Angst vor dem Flavor. Ich mag ja Wassermelone gar nicht und deswegen habe ich mich auch noch nicht getraut, den zu probieren. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den schon probiert habt, wie viel Wassermelone ist da wirklich drin. Schmeckt man die krass raus oder ist die eher so im Hintergrund? Weil dann könnte da vielleicht was für mich sein. Aber ihr sagt auf jeden Fall, ein sehr, sehr guter Flavor von iMassiva bei vielen Leuten in der Top 3 mit drin gewesen. Sommer in Beirut. So, bevor wir zu der Top 3 kommen, kurz noch mein Setup. Ich rauche die Aeon Edition 4 in der rosé-goldenen Variante mit der Invert-Säule und dem Plexiglas-Sleeve. Obendrauf der Oblaco Dusha in der weißen Variante. Wunderschöner Kopf, obendrauf der Nakrani. So, Top 3. Und der Top 3 Flavor wäre bei mir auch auf jeden Fall in der Top 3 gewesen, handgemacht und illegal. Ein Kiwi- und Ananas-Tabak, der deutlich weiter auf der Kiwi-Seite ist, aber die Ananas dann noch einen sehr, sehr nicen Touch mit dazu gibt. Deswegen wäre der bei mir auch definitiv ganz weit oben mit dabei gewesen. Rauche ich sehr gerne, ob pur oder in Mischung, beides sehr gut. Hervorragender Flavor. Der nächste hat mich ein kleines bisschen überrascht, weil er in meiner persönlichen Top 3 nicht mit drin gewesen wäre. Es ist der Blaulicht. Mit 19% und 1108 Votes hat er sich auf Platz 2 gemogelt. Für euch eine der beliebtesten Flavor und für mich eher nicht, weil Blaubeere ist bei mir so ein schwieriges Thema. Habe ich ein kleines bisschen überraucht, bin ich nicht mehr der größte Fan von, aber ihr anscheinend schon. Mit nur 7 Votes mehr muss man sich einfach mal geben. Über 5500 Votes wurden abgegeben und 7 Votes haben zwischen Platz 1 und Platz 2 entschieden. Der Bruderherz mit 19,16% oder 1115 Stimmen auf Platz 1. Bei euch, bei den meisten Leuten in der Top 3 mit drinne. Bruderherz ist ein Drachenfrucht-Flavor. Ganz simpel, aber für mich die beste Drachenfrucht, die es auf dem Markt gibt. Und das sehen anscheinend viele von euch genauso. Und deswegen verdient der Platz 1 für den Bruderherz bei iMassiva. Wie gesagt, die nächste Abstimmung läuft schon, also votet gerne für eure 3 Lieblingsflavor von dem nächsten Tabakhersteller. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Klickt auf die 3 Lieblingssorten und dann gibt es bald schon den nächsten Teil von diesem Video. Ich hoffe, der konnte euch ein bisschen helfen. Wenn das so ist, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.